Spondylose und Wirbelsäulenversteifungen infolge auch so ein absolutes Katastrophenthema unserer heutigen Gesundheitszeiten, weil einfach definitiv glasklar ist, dass diese Versteifungsversionen wirklich sehr, sehr oft zu vermeiden wären und dass Spondylose gar nicht erst entstehen müsste, würde man den Leuten deutlich mehr helfen, sich da in Ruhe zu belassen, wo Ruhe hingehört, anstatt mit der Körpermitte, ach wie komisch, dass Wirbelsäulenversteifung meistens in diesem Bereich des Körpers passiert, ja? Anstatt den Leuten zu zeigen, da gehört Ruhe hin, spiele ich drumherum frei und wie das geht. Nein, da wird ewig hingesehen, dass sie in sich unbalanciert steht, überstreckt das bereits in Stand, geschweige denn im Gang. Natürlich allen voran auch die Körpermitte, die Wirbelkörper entsprechend überlastet werden, aneinander reiben. Der Körper entsprechend reagiert, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als durch Knochen, Kallus, Anbau und so weiter, bis immer noch stärkere Schmerzzustände entstehen. Wie leicht sie zu vermeiden wären, wenn rechtzeitig Umstellung am besten schon bei den Kindern passiert. Sie passiert nicht, ergo passiert Kompensation, Kompensation, Kompensation. Der Körper reagiert, reagiert, reagiert. Der Schmerz wird größer, größer und größer. Man geht zum Doktor. Der Doktor sagt final, an dieser Stelle müssen wir versteifen. Leute, ich bitte euch, solltet ihr in der Situation sein, wenn ihr nicht in bereits jedem Moment eures Lebens und jeder Lage wirklich massive Rückenschmerzen habt, lasst euch nicht eben mal operieren und versteifen, zumal dann ein Folgeproblem in nahezu direkter Folge auftreten wird, das dann auch nicht mehr zu vermeiden ist. Solange ihr darüber und darunter nicht wirklich beweglich gemacht worden seid. Denn die Brustwirbelsäule hat mit höchster Wahrscheinlichkeit bisher ständig eher verbacken reagiert, die Lendenwirbelsäule immer kompensiert, die Hüftgelenke waren festgefahren, die Füße meistens wahrscheinlich ausgedreht, ebenfalls festgefahren. Daher ist hier auch das ganze Problem in der Lendenwirbelsäule angekommen. So, und jetzt gehe ich her, habe da ein Fetzenproblem, mache da auch noch eine Stange rein. Ja, und dann Problem, woher soll Bewegung kommen? Es wird eins zu eins dann, auch wenn ich es nicht direkt merke, ja, wird passieren, dass Körperbereiche darüber in der üblichen bisherigen Haltung und Belastungsweise dann ihrerseits derart belastet werden, dass der nächste Schmerz, Höhe Brustwirbelsäule, verstärkt Hüftgelenke, Knie, Füße, Schultergelenke, HWS, sich noch deutlicher zeigen werden. Also wenn schon OP, sollte es tatsächlich schon so weit fortgeschritten sein, das Ganze, dass ihr keinen Schmerzruhemoment mehr habt, aus dem Spielraum und Schmerzfreiheit ohne Operation zu erreichen ist. Bitte, bitte, bitte besteht darauf und schenkt euch selber, dass diese bis dahin sicher immer wieder buckenkompensierende Wirbelsäule tatsächlich auch bewegt wird, dass ihr den 12. bis 1. Brustwirbel wirklich kennenlernt, dass ihr mit einer Perlenkette über der Versteifung reagieren könnt und mit Geschmeidigkeit darunter, sonst ist die nächste Watsche Thema und die nächste Operation die nächste Einnahmequelle für das euch behandelnde Krankenhaus. Gehen wir bitte einen Schritt zurück. Sind diese Schmerzen noch nicht in diesem Umfang da und habt ihr noch schmerzfreie Momente? Bitte lasst euch nicht zu schnell überreden, euch eine Stange in den Rücken rammen zu lassen. Anstatt zu sagen, diese Stange in geschmeidiger Form bin ich mir lieber selber, indem ich mich tatsächlich sensibilisiere, freispiele, dieses ewige Kompensieren aus dieser Lendenwirbelsäule raushole, sondern sie aufrichte, lerne sie in Ruhe zu belassen, sie wirklich eigenaktiv zu sichern und drumherum geschmeidig und beweglich werde. 103 Gelenke, die der Mensch hat und die ihm dafür gegeben sind, die 5 Lendenwirbelkörper leicht und mühelos sowas von in der Bewegung zu entlasten, damit hier zentriert und drumherum bewegungsgespielt werden kann, die hat jeder von uns, jeder. Die Frage ist, ob ich sie nutze, ob mir gezeigt wird, wie man sie sensibilisiert, ob ich sie in Bewegung bringe, ob ich ein Perlenkettenspiel daraus machen kann oder ob ich, weil ich zu steif war, woanders bewegt habe, wo man sich nicht bewegen sollte, da dann auch noch versteift werde und mir dann auch noch einreden lasse, dass meine körperlichen Probleme damit erledigt werden. Ich habe so tiefes Verständnis für den Schmerzpatienten,
der dadurch und dadurch und dadurch geschleust wurde, alles mit sich hat machen lassen. Schmerzen wurden immer stärker und irgendwann sagt dann jemand zu ihm, so jetzt hilft nur noch der Stab im Rücken. Man hat so eine Sehnsucht, dass dieser Schmerz aufhört. Aber Leute, ich flehe euch an. Tatsache ist wirklich viel zu viele Operationen, auch in Richtung Wirbelsäulenversteifung, sind definitiv vermeidbar. Und könnt ihr mit einer anderen und selbstgesicherten Einstellung zu eurem Körper vermeiden. Hier Ruhe kriegen, Hüftgelenke freispielen, Brustwirbelsäule wirklich beweglich machen. Das dankt euch die Lendenwirbelsäule mit einer Schmerzfreiheit, die hier und jetzt nicht zu beschreiben ist. Und selbst wenn in den diversen Bereichen durch diesen Anbau nur noch Millimeter Spielraum ist, nutzt ihn doch, bevor ihr euch durch eine Stange da festtackern lasst. Fühlt hin, sichert ihn, spielt euch drumherum frei. Ich bin bei jedem dieser wenigen Leute, wo eine Operation einfach über den Lauf der Jahre nicht mehr vermeidbar ist. Aber lasst euch nicht einreden, wenn ihr wirklich definitiv noch diese schmerzfreien Momente und Lagerungen und Positionen habt, denn dann kann diese Position definitiv im Bereich der Körpermitte und somit der ganzen Lendenwirbelsäule und überen Brustwirbelsäule auch in Stand und Gang und Alltagsbewegung übertragen werden. Was allerdings eben nur dann möglich ist, wenn endlich der Rest des Körpers mit entsprechend balanciert, eingestellt und sensibilisiert wird. Ganz lieben Gruß.